Ja, wir sind komplett. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben ja jetzt schon einmal getestet mit dem Sehen. Nochmal auch die Frage, ob ihr mich hören könnt. Gerne im Chat antworten, dann kann ich sehen, ob die Kommunikation einfach so funktioniert. Also gerne kurz im Chat schreiben, ob das mit dem Blick gut ist und auch mit dem Audio. Ja, da kommt die Bestätigung. Sehr schön. Funktioniert. Ich möchte mit einer persönlichen Geschichte dieses Webinar beginnen, dieses Webinar Alltag in Peru. Als ich das erste Mal nach Peru flog, hatte ich davor Reiseführer gekauft, hatte Bilder von Machu Picchu vor den Augen und die Bilder vom Regenwald, war fasziniert von dem Reiseführer, setzte mich ins Flugzeug und kam an in Lima. Es war am späten Nachmittag, so gegen 19 Uhr, noch später Nachmittag aus peruanischer Sicht, und holte die Koffer und wollte aus dem Flughafengebäude heraus und sah mich gefühlten Hunderte von Menschen gegenüber, die mit Namensschildern, die Hände winkend oder rufend mich und die vielen anderen Fluggäste begrüßten und sozusagen darauf warteten, dass man sich trifft. Diese Begrüßungszeremonie oder Begrüßungsgruppe, wie gesagt, mehrere hundert, gefühlte hundert Leute, war für mich fast zu viel, denn das war ich aus Deutschland her überhaupt nicht gewohnt. Na, ich habe dann meine Kontaktperson gefunden. Wir sind aus dem Flughafengebäude herausgefahren und dann brach für mich eigentlich die Welt zusammen. Verkehrschaos, die Straßen voller Autos, Autos, die hupten, rechts überholten alte Fahrzeuge. Und als wir weiterfuhren durch das ja, dunkle, gelb beleuchtete Lima, sah ich Häuser, die halb fertig sind, die nicht verputzt waren, mehr Staub als irgendetwas Grünes. Gefühlt an der Seite gab es auch an der Straßenseite so Garküchen oder Straßenküchen. Die Straßen voller Autos, die Bürgersteige voller Menschen, so viele Menschenmengen war ich in Deutschland überhaupt nicht gewohnt. Ich kam dann an in einem Stadtteil, da war, glaube ich, gar nichts grün oder nur ein bisschen alles staubig und eher braun und für mich gefühlt sehr triste. Das war so der erste Eindruck, als ich in Lima ankam. Ja, ich bin dann an den Tagen danach nach Cusco geflogen, habe sozusagen dieses graue Lima hinter mir gelassen. In Cusco ankommend war mein erstes Erlebnis die Höhe mit 3200 Metern rund, hat mir zu schaffen gemacht. Wie war das? Ich hatte Kopfschmerzen, ich hatte Gliederschmerzen, ich hatte Magenprobleme. All das, was ich nicht gebraucht hatte. Aber ich habe mich dann durchgekämpft und auch am dritten Tag in Cusco wurde es dann langsam besser. Und als ich dann im Zug saß nach Machu Picchu, wurde es einmal niedriger. Machu Picchu liegt ja deutlich niedriger als Cusco. Und die Vegetation änderte sich. Also von den Anden hin zu den Höhenlagen des Regenwaldes. Von Stunde zu Stunde Zugfahrt wurde es grüner, es wurde feuchter, es wurde sehr viel lebendiger von der Natur her gesehen. Es gab weniger Menschen, es hat sich alles verändert. Und dann an dem mythischen Ort Machu Picchu, als ich am Eingang stand und auf diesen ja, mythischen Ort schaute, ja, dann war ich im Bann von Peru gewesen, könnte man sagen. Das war alles 1999, als ich das erste Mal in Lima und das erste Mal in Peru war. Ich habe seitdem viele andere Dinge gesehen in Lima. Und wieso erzähle ich Ihnen das? Wieso erzähle ich euch das? Peru ist komplett unterschiedlich zu Deutschland. Es hat so viele verschiedene Facetten, das ist überwältigend. Ich heiße Holger Ehrsam, bin Inhaber von Ehrsam Peru Consult und wir unterstützen Deutsche, die in Peru
erfolgreich sein möchten, sowie peruanische Unternehmen, die in Deutschland Fuß fassen möchten und erfolgreich sein möchten. Ich selbst bin mit einer Peruanerin seit vielen Jahren verheiratet und seit einigen Jahren wohne ich und lebe ich in Lima, Peru, wie auch in Frankfurt in Deutschland und pendle immer zwischen diesen beiden Welten hin und her. Hier ein Blick zu meiner Vita, das Berufliche sowie die Peru-Expertise. Die wesentlichen Punkte hatte ich bereits erwähnt. Ja, was machen wir heute? Auf was können Sie sich freuen? Wir schauen als erstes hinein in die Gesellschaft Perus. Danach betrachten wir die drei Landschaftszonen Perus, Costa, Sierra Selva oder auch Küste bzw. der Wüstenstreifen, Sierra, die Anden und Selva, der Regenwald. Ein Blick, ein Zeitablauf, was hat sich in den letzten 15 Jahren in Peru alles geändert. Wir schauen in den Alltag Perus hinein, einer sagen wir, typischen peruanischen Familie. Und am Ende teile ich meine besten 7 Tipps für Peru, meine sozusagen Musts. Wer in Peru war, sollte das alles gesehen haben. Warum diese Themen? Warum dieses Webinar? Gut, mir ist wichtig, dass Sie den Alltag kennenlernen und Einblicke erhalten, authentische Einblicke in den Alltag in Peru. Ein Gefühl, wie Peru tickt. Und natürlich bringt das Sicherheit im Umgang mit der Kultur. Es steigert das Wissen über Peru. Es ist alles bequem, die wichtigsten Infos sind bequem in diesem Webinar komprimiert. Und Peru ist bekanntermaßen ein Boomland. Und wer kann schon von sich sagen, dass er viele Inhalte kompakt und komprimiert gesehen hat. Was ist das Webinar nicht? Es ist keine Vorbereitung, um sicher durch Peru zu reisen. Also das Thema Reisesicherheit ist hier ausgeblendet und wird separat behandelt. Es ist ein so wichtiges Thema, dass ich hier für ein separates Webinar konzipiert habe und auch zur Verfügung stelle. Warum ist Reisesicherheit wichtig? Naja, neben den Busunfällen, die leider wöchentlich passieren, gibt es aktuell in Peru und insbesondere in Lima die Tendenz, dass Straßenüberfälle passieren, insbesondere bei Jugendlichen und dann Mobiltelefone gestohlen werden und sehr schnell auch zur Schusswaffe gegriffen wird. Leider gab es dort bereits Todesfälle zu beklagen in den letzten Wochen und deshalb ist Reisesicherheit einfach ein extrem wichtiges Thema, was ich nochmal separat aufgenommen habe. Ja, es ist auch nicht der Anspruch, in der einen Stunde, die wir gemeinsam jetzt verbringen, die 5000-jährige Kultur Perus komplett zu verstehen und zu kennen. Mich persönlich überrascht Peru auch immer wieder aufs Neue. Immer wieder gibt es neue Entdeckungen geschichtlicher Art und Peru selbst so im Wandel, dass in einer Stunde das gar nicht hineinpasst. Oh. Wir starten. Ein erster Blick in die peruanische Gesellschaft. Zu den ethnischen Gruppen. Da habe ich ganz wichtig und Peru ist zu wissen, dass rund 75% der Bevölkerung, also 75% der Bevölkerung, sind Indigene oder Mestizen. Es gibt nur ganz wenige Asiaten und wenige Menschen europäischer Abstammung. Im Unterschied zu Argentinien oder im Unterschied zu Uruguay oder im Unterschied zu Chile ist dort Peru ganz anders aufgestellt. Die Religion ist jetzt doch ähnlich zu den Nachbarländern. Römisch-katholisch dominiert auch Peru, neben einigen noch einer evangelischen Fraktion. Interessanterweise ist die Religion in Peru nach meiner Warnung her aber eine Mischung. Was für eine Mischung ist das? Es ist die Mischung
des christlichen Glaubens mit den Ritualen der Inka-Kultur, sodass es durchaus schon mal schräge oder besondere Erlebnisse geben kann bei Messen in der Kirche oder bei christlichen Ritualen. Hier unten als Ergänzung für Sie habe ich dazugefügt das Haushaltseinkommen pro Kopf in Peru auf den Monat jetzt heruntergerechnet. Was ist das Wichtige? Die Armut ist deutlich zurückgegangen. Die Armut sehen Sie hier mit diesem Prozentsatz ist deutlich zurückgegangen. Perus Armutsgrenze ist aktuell bei knapp über 20%. Vor 15 Jahren lag diese noch bei weit über 50%. Also dort ist schon sehr, sehr viel passiert und bei den Menschen angekommen. Ein Blick in das Land hinein, die Landschaftszone, die Peru prägen. Es sind deren drei. Als erstes die Costa oder es ist auch der Wüstenstreifen. Die Küste Perus ist etwa 2500 Kilometer lang, also von der Grenze Ecuadors bis zur Grenze Chiles 2500 Kilometer. Und es ist ein Wüstenstreifen, meistens eine braune, eine Geröllwüste, außer an den Stellen, an denen die Flüsse in den Pazifik fließen, die Flüsse aus den Anden. Dort, diese Flusstäler sind sehr, sehr fruchtbar. Also wie kann man sich das vorstellen? Man fährt Wüste, 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 da gibt es Serpentinen und dort liegt dann vor einem ein 2 bis 3 Kilometer breiter Flussbett oder Flussstreifen, der sehr fruchtbar ist. Dort gibt es Bananen, dort gibt es Mandarinen, dort gibt es viele, viele andere Früchte, die dann geerntet werden. Und dann fährt man auf der anderen Seite wieder Serpentinen hoch und fährt wieder diese 30 oder 50 Kilometer reine Geröllwüste weiter. Ich habe da vor Augen die Strecke nach Nazca, als wir mit unserem Auto 50 Kilometer auf einem Hoch, also einem Plateau durch die Wüste fuhren. Links und rechts war nichts außer Geröll. Wie bedeutend ist die Küste? Ja, ein Sechstel der Fläche Perus ist der Küstenstreifen groß. Als zweites die Sierra, die Anden. Auch nur ein Sechstel der Fläche, obwohl ja Peru oft als Andenland gesehen wird und betrachtet wird, ist es aber nur ein Sechstel der Fläche. Was gibt es dort? Sehr viel hochwertige Lebensmittel. Ich habe hier dabei zum Beispiel Kakao. Das sind Kakaonibs, also aus dem Rohkakao gewonnen und ja, ein sehr naturnahes Produkt mit einer hohen Qualität als Lebensmittel. Ist ohne Zucker natürlich, ist keine Schokolade. Und ich habe auch noch dabei, was inzwischen in Deutschland schon sehr bekannt ist, das Quinoa oder Quinoa. Hat sich schon in Deutschland ja fest etabliert. Und natürlich gibt es mehr als 2000 Kartoffelsorten dort. Es gibt Mais als Lebensmittel für die Menschen und noch viele, viele andere Lebensmittel, die wir so in Deutschland gar nicht kennen. Ja, was ist noch wichtig zu erwähnen? Hier sieht man, es ist grün, aber kaum bewaldet. Grün und kaum bewaldet. Und was man für Bergsteiger können sich freuen, also Peru hat mehr als 20 Gipfel, die höher als 5000 Meter sind, mehr als 20 Gipfel, höher als der höchste Berg Europas. Also Peru ist natürlich ein Eldorado sozusagen für alle Bergsteiger. Wir bekommen gerade einen Hinweis mit dem Mikrofon. Vielen Dank. Werde ich jetzt nochmal so mit aufnehmen. Ja, der dritte Bereich ist die Selva, der Regenwald. 4/6 der Fläche, also 2/3 der Fläche ist Regenwald. Aus meiner Sicht ist Peru eher das Land im Regenwald, im Amazonas,
als das Andenland. Ja, übrigens Stichwort Amazonas. Der Amazonas entspringt in Peru und nicht vielleicht, wie viele der eine oder andere glaubt, in Brasilien, sondern in Peru. Und natürlich hat auch der Regenwald extrem viele hochwertige Nahrungsmittel. Aus deutscher Sicht würde man sagen, exotische Früchte, ob Papaya, Mango, Chirimoya, Maracuja, etc. etc. Das alles findet man in der Selva im Regenwald. Und ich erinnere mich, als wir von Lima nach Iquitos fuhren, die bekannteste Stadt im Regenwald, am Amazonas liegend, 1,5 Flugstunden, und ich nach unten schaute, dort nach unten einen grünen Teppich sah. Alles grün, alles grün. Was ist, glaube ich, am Ende nochmal zu erwähnen, ein Blick nochmal zurück zu der Fläche. 4/6 der Fläche bedeutet doppelt so groß wie Deutschland. Also noch einmal, allein der Regenwald Perus ist doppelt so groß wie Deutschland. Denn Peru ist insgesamt dreimal größer als Deutschland und das 20. größte Land der Welt. Das vergisst man auch ab und zu, wenn man aus Deutschland nach Peru schaut, dass Peru deutlich größer ist und allein die Fläche des Regenwaldes, ja, der Fläche Deutschland entspricht. Okay, das zu den drei Landschaftszonen. Nun ein Blick, was hat sich in Peru verändert? Was hat sich in Peru verändert? Und hier habe ich für euch 5 Stichpunkte mitgebracht. Einmal in den Verkehr hineinzuschauen, dann das Thema Essen, Küche, Gourmetküche, die historische Vergangenheit, die Investitionen in Peru, sowie das Thema Technologie, hier als Beispiel Wi-Fi. Der erste Punkt, Verkehr. Ja, das, was wir hier sehen, ist die Hochbahn Perus oder die U-Bahn als Hochbahn gebaut, der Tren Eléctrico, die Linie 1. Es gibt sie doch. Sollte schon mal vor vielen Jahren fertiggestellt worden sein, ist aber nicht passiert. Dann über mehr als eine Dekade stillgestanden, das ganze Bauprojekt, und jetzt seit über 2 Jahren funktioniert die Hochbahn. Sie hat etwa 30 Stationen und verbindet San Juan de Lurigancho mit Villa El Salvador. Dazu muss man wissen, dass San Juan de Lurigancho ein Stadtteil Limas ist, der alleine über 1 Million Einwohner hat. Also ein Stadtteil mit über 1 Million Einwohner. Das ist deutlich größer als Frankfurt und es ist fast so groß wie Köln. Und nur eine U-Bahn. Also nur eine U-Bahn, die diesen Stadtteil mit Lima, mit den anderen Stadtteilen verbindet. Deshalb gibt es in Peru über 1,2 Millionen Fahrzeuge. In Peru, in Lima ist das, über 1,2 Millionen Fahrzeuge gibt es alleine in Lima. Und darunter 230.000 Taxis. Reine Taxis als PKW, plus ergänzend noch Mototaxis, sowie Kombis und Mikros, was kleinere Busse sind, mit denen der öffentliche Personennahverkehr abgedeckt wird. Also, was folgt aus dem Thema Verkehr? Rush Hour. Wann beginnen die? Etwa ab 7:30 Uhr. Bis so etwa 10:30 Uhr, von 13 Uhr bis 15 Uhr und ab etwa 17 Uhr bis 22 Uhr. Mir ist es passiert, als ich zur Deutschen Botschaft fahren wollte, die etwa 5 Kilometer von uns entfernt ist, von uns zu Hause, dass ich dafür 45 Minuten gebraucht habe. Ich war einfach zur falschen Zeit unterwegs, das war früh um 9 Uhr. Also Verkehr ist ein Thema in Peru und die große, große Herausforderung. Was hat sich in der Gourmetküche verändert? Ja, inzwischen sind die Peruaner stolz auf ihre Küche. Ich erinnere mich, als ich vor 15 Jahren erstmal da war, man ist zu McDonald's gegangen, zu Kentucky Fried Chicken oder zum lokalen Anbieter Bembos und Fast Food zu essen, das viel teurer war in Deutschland und auch viel teurer als das lokale Essen. Das hat sich glücklicherweise
verändert. Das hat sich glücklicherweise verändert. Und die peranische Küche ist so reich geworden, getrieben auch und bekannt geworden durch einen Starkoch, Gaston Acurio, der mit einer Deutschen verheiratet ist. Und er hat wiederentdeckt, was es in der Costa, Sierra und Selva gibt und neu zusammengestellt. Und inzwischen ist Peru international anerkannt, gewinnt regelmäßig Awards und die Restaurants sind in den Top-Restaurants. Was ist das Nationalgericht? Es steht hier in der Mitte. Es ist Ceviche und Pisco. Ceviche als roher Fisch. Und Vorsicht hier, manchmal ist es sehr scharf gewürzt. Und Pisco, der peruanische Likör, der auch eine Renaissance gefunden hat. Da ist interessant, dass Deutschland inzwischen Nummer 6 der Exportländer des Piscos ausmacht. Also Deutschland, der entdeckt auch sukzessive Pisco. Übrigens, Restaurants gibt es gefühlte Tausende alleine in Lima. Also hier ohne Sorge sein, Essen ist für die peruanische Kultur extrem wichtig, extrem integriert in den Alltag, sodass es immer zu essen gibt und auch genügend Restaurants. Nochmal dann jetzt ein Blick in die Inka-Vergangenheit. Sie sehen hier den mythischen Ort Machu Picchu. Mein Erlebnis als Tourist im Jahr 1999 war einer von 10.000 deutschen Touristen in diesem Jahr. Heutzutage gibt es 70.000 Deutsche, Tendenz weiter steigend. Und schön ist, dass Perus Geschichte erst noch weiter entdeckt wird. Natürlich hat man Machu Picchu jetzt beispielsweise schon vor über 100 Jahren entdeckt, aber man hat bis heute noch nicht herausgefunden, was war das für ein Ort. Überhaupt die Inka-Vergangenheit, also eine Kultur ohne Schriftzeichen, nur mit den Quipus kommunizieren, der als Taschenrechner und Schriftenübertragung eingesetzt wurde und auch bis heute noch nicht enträtselt wurde. Das ist eine mythische Vergangenheit. Dann eine Anekdote. Ich war vor kurzem in Cajamarca. Cajamarca liegt in den Anden auf 2800 Meter eher im Norden Perus. Wieso ist das so ein wichtiger Ort? Die Stadt selbst sagt, es ist der El Encuentro de los Dos Mundos. In Cajamarca traf das erste Mal Pizarro, der spanische Eroberer, und Atahualpa, der letzte Inka, aufeinander. Atahualpa weilte in etwas außerhalb Cajamarcas, in den Baños de Inca, das sind heiße und heilende Thermalquellen, wurde von Pizarro eingeladen zur Plaza de Armas und der Rest ist Geschichte. Am Ende wurde er getötet und die Inka-Kultur verschwand. Das war alles 1532. Nur 12 Monate später war das heutige Peru schon total verändert. Ja, ein weiterer Trend, der zu sehen ist, Peru wächst, neben der Breite auch in die Höhe. Sie sehen hier die etwa 8- bis 10-stöckigen Gebäude. Das ist ein Trend, der natürlich auch korrespondiert mit dem Problem mit dem Verkehr. Also wir haben in Lima 1- bis 2-stöckige Häuser typischerweise. Die erstrecken sich vom Norden bis Süden. Das sind 100 Kilometer, das ist die Ausdehnung Limas, etwa 100 Kilometer von Norden bis in den Süden. Und die 1- bis 2-stöckigen Häuser weichen 5- bis 10-, manchmal 15-stöckigen neuen Immobilien. Die Peruaner kehren zurück in ihr Land, investieren in Immobilien. Andere Investoren starten auch Investitionen in Peru, sei es Chilenen, sei es Kolumbianer oder verstärkt auch Brasilianer jetzt. Und glücklicherweise war jetzt das Thema Immobilien in den letzten beiden Jahren etwas ruhiger. Damit wird vermieden, dass es eine Immobilienblase gibt, und ein kontinuierliches, gesundes Wachstum ist sehr viel besser. Ja, der letzte Punkt. Wie
als Beispiel der Technologisierung. Es hat jeder in Peru ein Smartphone. Die Abdeckung ist nahe 100%. Und viele haben auch das neueste iPhone oder ein hochwertiges von Samsung. Demzufolge ist Wi-Fi in Peru Standard. Ob natürlich in Restaurants, in Parks, in den Bussen, beim Arzt, im Wartezimmer, überall, wo sich Menschen ansammeln, wird erwartet, dass es Wi-Fi gibt. Und somit hat Peru aus meiner Sicht eine Entwicklungsstufe überschritten. Welches war diese Entwicklungsstufe? Ja, die Entwicklungsstufe der Festnetzanschlüsse. Hat auch viel damit zu tun, dass Festnetz durch von der Infrastruktur, von den Kosten her, viel aufwendiger ist und Wi-Fi sehr viel schneller implementiert werden kann und die Telefonerschließung sowieso schon erfolgt ist vor vielen, vielen Jahren. Also von daher eine Entwicklungsstufe überschritten. Interessant fürs Geschäftsmodell. Jetzt beginnt das Business mit Banking via Wi-Fi oder auch mit Online-Shopping via Wi-Fi oder via Smartphone. Das war bisher eher noch weniger ausgeprägt. Ja, soweit der Blick in die Veränderungen Perus. Und tauchen wir gleich ein in einen typischen Tag in Peru. Ich habe ihn mitgebracht, wie so ungefähr bei uns ablaufen könnte. 6 Uhr ist aufstehen, frühstücken, jemand holt die Brötchen. Dann um 7 werden die Kinder wieder abgeholt von der Mobilidad, also einem privaten Busunternehmen, das die Kinder in die Schule fährt. Oder die Eltern fahren die Kinder in die Schule. Das Kind in die Schule laufen ist relativ selten in Peru. Wieso? Ja, es gibt keinen Schulbezirk. Also vielleicht kennen Sie das aus Deutschland. Sie wohnen in einem Stadtteil, dort gibt es eine Schule und die Möglichkeit, in eine andere Schule zu gehen, ist relativ schwierig, sodass alle in diese Schule des Stadtteils gehen. In Peru ist das nicht. In einem Stadtteil San Isidro, das ist der Business-Stadtteil, gibt es Schulen. Das sind zwar Kinder, aber das sind die Kinder von den Angestellten der Familien. Die Leute selbst schicken Kinder auf die Privatschulen, die vielleicht auch im Stadtteil San Isidro sind, aber auch Miraflores oder in vielen anderen Stadtteilen. Deshalb gibt es also früh viel Verkehr auch, wenn Kinder dann zur Schule gehen. Gegen 13.30 Uhr ist Mittagessenzeit, also nicht vielleicht 12 Uhr wie in Deutschland oder 12.30 Uhr, sondern eher 13.30 Uhr, kann auch einmal 14.30 Uhr werden, das ist alles gut. Die Kinder sind in der Schule, essen oft in der Schule und eher der Tag der Kinder endet etwa gegen 16.30 Uhr. Was passiert am Nachmittag? Naja, dort gibt es Aktivitäten, die in der Schule angeboten werden. Allein in der Humboldt-Schule, also in der deutschen Schule, in der Humboldt-Schule gibt es zwischen 30 und 50 Angebote. Und jede Stunde gibt es ein anderes Angebot an jeden Tag, sodass die Kinder nachmittags dann Dinge, Musikinstrumente lernen, sich sportlich betätigen oder kreativ sich betätigen. Dann werden sie abgeholt, die Kinder, spielen ein bisschen gegen 19 Uhr, kann auch mal 20 Uhr sein, ist die Familie zusammen und ist dann zu Abend. Kinder gehen je nach Familie zwischen 20 und 21 Uhr typischerweise ins Bett und die Eltern unterhalten sich dann mit Nachbarn oder mit Freunden, die kommen oder mit Familie, sodass der typische peruanische Tag gegen 23 oder 24 Uhr endet. Hier nochmal ein Blick auf den Ablauf am Vormittag. Ein schönes Bild, das ich Ihnen hier mitgebracht habe zur Verkehrssituation. Sie sehen dann auch die Busse oder die Kombis und Mikros genannt. Also das sind die öffentlichen Verkehrsmittel. Hier Achtung, das sind private Unternehmen. Und deren Ziel ist, Geld zu verdienen. Das heißt, die Investitionen ins Fahrzeug sind eher gering. Das heißt, sind insbesondere meistens alte Fahrzeuge. Und die Fahrer sind nur darauf aus, schnell an der nächsten Haltestelle zu sein, den nächsten Passagier mitzunehmen und halten auch an jeder Ecke,
wenn jemand einsteigen möchte oder aussteigen möchte, um halt Geschäft zu machen. Es sind aus meiner Sicht die rücksichtslosen Verkehrsteilnehmer und leider ist das bis heute noch ein Problem, aber den öffentlichen Personennahverkehr mehrheitlich gut zu organisieren. Hier ein Blick zum Mittagessen. Hatte ich schon gesagt, hier ein schönes Beispiel aus einem bekannten Restaurant in Lima. Und ja, hier nochmal ein Blick in die Humboldt-Schule. Sie sehen, die Schüler sind alle schon abgeholt worden und zu Hause. Kommen wir zu meinen sieben Tipps, zu meinen besten sieben Tipps und für Sie und aus meiner Sicht ein Muss für jeden, der den Alltag in Peru kennenlernen möchte. Was ist da drin? Erstens, wenn Sie in Peru sind, gehen Sie in ein peruanisches Restaurant mit Buffet. Warum mit Buffet? Die peruanische Küche ist so reichhaltig, Sie sollten alles probiert haben. Rechnen Sie mit zwischen 50 und 80 verschiedenen Speisen. Also so ein Buffet aufgebaut ist etwa 10 Meter lang. Schauen Sie sich ein schönes Restaurant an. Es kann Rustica sein an der Costa Verde. Das ist ein berühmter Name. Aber es gibt auch viele, viele andere. Zum Beispiel El Chef en San Miguel, El Bolivariano en Jesus Maria. Also viele, die das anbieten. Es lohnt sich. Wie ist der Preis? Etwa 20 bis 30 Euro pro Person. Kinder die Hälfte. Aber das, was Sie da geboten bekommen für den Gaumen, ist exzellent. Der zweite Tipp. Um den Alltag kennenzulernen, fahren Sie einmal mit dem Tren Elektrico, den wir vorhin sahen, bis zur Endstation und genießen Sie und tauchen Sie ein in die Menschen, die in der U-Bahn sind. Also es wird dann ziemlich voll, aber es wird auch wieder leer, das ist eine gute Nachricht. Und schauen Sie nach draußen, was Sie da sehen. Sie werden Stadtteile sehen, die sind grün, sauber, gut organisiert. Sie werden Stadtteile sehen, wo Sie einen ganz anderen Einblick haben. Es ist grau, es ist staubig, Straßenhändler, Menschen, Massen unterwegs, manchmal oft auch schmutzig. Aber so ist Peru, so ist Lima, es gibt alles. Und von daher, für den Alltag da mal einzutauchen, empfehle ich Ihnen, das mit dem Elektriko zu tun. Was kostet die Fahrt? 1 Sol ist 50, einfach, Sie brauchen eine Karte. Es geht da nichts mehr mit Bargeld, alles mit Karte. Die Karte kostet, denke ich, 5 Soles. Also das sind alles Werte, die zu bezahlen sind. 1,50 Sol sind 50 Cent, Euro Cent rund und 5 Soles sind 1,50 Euro. Das dritte ist, besuchen Sie ein Open-Air-Konzert. Wieso? Musik ist für Peru extrem wichtig. Und manchmal sind die Peruaner ein bisschen reserviert auf der Straße, auf den ersten Blick, das ist so mein Eindruck. Aber wenn Sie sie dann erleben bei Musik, beim Konzert, dann sehen Sie die ganze Emotion und das ist einfach ein einmaliges Erlebnis. Einmaliges Erlebnis. Konzerte gibt es jedes Wochenende, das ganze Jahr über. Also schauen Sie ein bisschen, ob für Touristen oder für Einheimische, schauen Sie von der Sicherheit her, was für Sie persönlich passt vom Profil her, machen Sie das. Der vierte Punkt ist natürlich Machu Picchu. Dieser mystische Ort, ob Sie mit dem Zug fahren, was ich bevorzuge, was ich getan habe, dauert etwa 3 Stunden einfach, oder Streckenabschnitte laufen auf dem Inca Trail oder Capagnan. Entscheiden Sie das, wie viel Zeit Sie haben. Machu Picchu in einem Tag zu besuchen, ist zwar wenig, aber schon dort gewesen zu sein, ist etwas, was Sie das ganze Leben mit sich mitnehmen. Fünfter Punkt ist in Lima Paragliding, also an der Costa Verde in Lima, gibt es sehr gute Aufwinde und suchen sich jemanden, hängen sich daran an den Paraglider. Ja, Sie können dann auch filmen, werden fotografiert und schauen sich einfach die Costa Verde und das ganze Lima mal von oben an. Ein super Erlebnis. Das sechste ist, in den Regenwald zu fahren und in einer Lodge zu übernachten. Ich empfehle Ihnen fürs erste Iquitos. Warum Iquitos? Es liegt am Amazonas und ist touristisch am besten erschlossen.
Als ich dort war, stiegen wir dann ein in so ein Boot, etwas 10 Sitz rein, bekam eine Schwimmweste und dann ging es los über den Amazonas, der an der Stelle dort etwa 3 Kilometer breit ist. Von links gefühlt kamen die Baumstämme angeschwommen, weil es war Regenzeit und der Fluss hat viel Gehölz mitgenommen. Und auf die Frage hin, ob das gefährlich sei, sagte der Einheimische, ja, ist gefährlich, aber er kenne sich da aus, er manövriert uns da gut durch, hat er dann auch hingekriegt, war okay gewesen. Dann kamen wir an, mitten im Grünen, in einem ja, Hotel aus Holz, oder Lodge ist das, kann man so sagen, ohne Stromanschluss, nur mit einem Aggregat. Und dann ist es um 6 Uhr dunkel und dann hören Sie die Vielfalt des Regenwaldes. Denn die Zimmer sind natürlich offen, außer gegen Regen gibt es ein Regendach, ansonsten Gitter gegen Moskitos, aber das ist alles offen. Sie bekommen also Natur pur ein Erlebnis. Und die Touren sind 2 Nächte, 3 Nächte, da kann man schon mal eintauchen. Der letzte Punkt, die Empfehlung, Trekking in den Anden zu machen. Ob Sie hoch müssen auf über 3000 Meter oder ob Sie um die Ecke von Lima gehen, Lunavana ist eine Empfehlung, 3 Autostunden weg, alles machbar, je nach Gusto. Es ist ein Erlebnis, es ist Natur pur. Dort kommt man der Natur einfach ganz, ganz nahe. Gerade nochmal zusammenfassend die Tipps. Ich erinnere mich an eine Österreicherin, die neben mir nach Lima, im Flugzeug neben mir nach Lima saß. Die wollte eigentlich nach Asien, aber da gab es nichts, sondern ist ins Reisebüro und die sagten, ah, flieg doch nach Lima, nach Peru. Dann saß sie bei mir im Flugzeug, hatte den Reiseführer auf dem Schoß und war völlig unbedarft. Gut, sie hatte 2 Wochen gebucht in einer Gruppe, das ist schon mal gut. Klassisch Cusco Machu Picchu, dann noch Cusco, da hatte ich schon Cusco Machu Picchu, dann noch Puno, Titicacasee, etwas Ica an der Küste und das war's gewesen. Also Ica mit den Nazca-Linien. Ich empfehle Ihnen, nochmal 3 Tage dazu zu buchen für den Regenwald nach Iquitos und auch nochmal 3 Tage für die Anden, um fürs Trekking. Dann sind es rund 3 Wochen, dann haben Sie einfach sehr viel mehr gesehen. Zusammenfassend: Peru ist einfach komplett unterschiedlich. Peru ist bunt, Peru ist lebhaft, Peru ist auch laut und Musik gehört zur Kultur mit dazu. Werden Sie erleben in Restaurants, in Taxen und manchmal auch im Hotel, wenn sozusagen im Nachbarhotel gefeiert wird. Das Zweite: Es ist ein Land, das besteht aus 3 Landschaftszonen, Costa Sierra Selva, also Küste-Wüste, die Anden und der Regenwald prägen das Land. Als nächstes, es gibt alles in Peru, Technologisierung ist sehr fortgeschritten mit Wi-Fi im Park, aber sie haben natürlich auch die Armut. Also die sozialen Unterschiede sind in der Kultur Perus akzeptiert. Das ist für mich persönlich am Anfang sehr schwer gewesen, weil ich in eine deutsche Kultur kenne, die sehr auf Ausgleich, auf Gerechtigkeit basiert. Perus Kultur ist an der Ecke einfach anders. Das muss man akzeptieren, dass arm wie reich sozial akzeptiert ist in der Gesellschaft. Aber arm heißt nicht unglücklich. Also wer arm ist, hat auch natürlich ein Smartphone, weil es ihm wichtig ist und lebt vielleicht manchmal glücklich, auch wenn sonst die Wohnung, das Haus keinen Boden hat und die Kochstelle eher ein offenes Feuer ist, also sehr, sehr einfach gelebt wird. Aber zu bewerten, wer glücklicher sei, würde ich mir persönlich nicht zutrauen. Das Vierte, ein Tag vergeht wie im Flug, habe ich es genannt, in Lima, in Peru, gibt es immer etwas zu tun. Immer. Es gibt immer etwas zu tun, etwas Neues zu entdecken. Manchmal steht man auch im Stau, hatte ich erwähnt. Aber es ist so vielseitig. Da reichen 24 Stunden gar nicht eigentlich aus. Und das Fünfte, Peru hat für jeden etwas zu bieten. Also ob Sie jetzt Regenwald und Natur pur wollen, ob Geschichte zum Beispiel mit Inkas oder ob Sie Bergsteigen wollen in den Anden oder Geschichte an der Küste oder auch einfach nur entspannen. Im Norden Perus, sozusagen das Sylt Perus, das heißt Mangora. Dort haben Sie Strände wie in der Karibik, kilometerlanger Sandstrand, Palmen und fast keine Menschen.
Und wenn Sie viel Menschen haben wollen, dann tauchen Sie in Lima ein, fahren Sie mit dem Trenelektriko. Dort sind alle Menschen sozusagen da. Dann kommen wir zum Ende. Hier nochmal drei Bilder, die ich mitgebracht habe und teilen möchte. Links, das ist der Sonnenuntergang in Mangora. Hier in der Mitte ein Bild aus der Region Ayacucho, ein Vicuña. Und rechts, da sieht man schon, der Regenwald. Ja, wie können Sie denn den Inhalt von heute einsetzen? Also zum einen natürlich für die Rundreise selbst, ob selbst organisiert oder mit Paketen organisiert. Ich sagte, ach, als Empfehlung, schauen Sie, dass Sie 3 Wochen investieren, machen Sie noch das ein oder andere zu den klassischen Routen dazu, wie Cusco oder Titicacasee. Natürlich lernen Sie da auch die Kultur besser kennen. Das können Sie einsetzen. Sie wissen jetzt, wenn Sie im Restaurant sind, schauen Sie, dass Sie Ceviche einmal probieren, Bisco Sour oder natürlich gerne. Oder am besten atmen Sie den Duft des Buffets ein, sehen Sie sich satt an den Farben des Essens. Schauen Sie genau hin und probieren Sie einfach Peru aus. Sprechen Sie mit den Menschen. Jeder in Peru freut sich, wenn er angesprochen wird und hat auch seine persönliche Geschichte zu erzählen. Das ist ganz fantastisch. Ja, was gibt es noch zu sagen? Das Thema persönliche Beratung, weil ich immer wieder angesprochen werde, ich möchte nach Peru gehen, mich selbstständig machen, aus familiären Gründen heraus oder weil ich dort Chancen sehe, was muss ich tun? Ja, ich biete individuelle Beratung an, mich einfach anschreiben, Kontaktdaten gibt es am Ende der Präsentation. Auch das Thema Reisesicherheit ist in der persönlichen Beratung mit dabei. Bitte immer bewusst sein, Peru ist ein Erdbebenland. Jeden zweiten Tag gibt es ein Erdbeben im Durchschnitt. Jeden zweiten Tag. Damit ist es auch ein Tsunamiland. Die Höhe ab 3000 Meter wird es für viele schwierig. Die Luft wird dort dünn. Die Luft wird dort wirklich dünn. Und diese Dinge teile ich mit Ihnen und gebe nochmal Hinweise und Impulse. Das zweite Trainings, wie man sich in verschiedenen Situationen verhält oder dann auch für alle, die geschäftlich unterwegs sind, ganz recht das E-Book, der Business Guide zu Peru und sich einlesen kann und es wertvolle Hinweise gibt. Mit diesem Bild möchte ich das Webinar langsam beenden. Wir kommen jetzt am Ende an. Mir hat es Spaß gemacht, die Alltagserfahrung mit Ihnen zu teilen, Ihnen meine besten 7 Tipps mitzugeben, was es in Peru zu entdecken gibt. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie mir. Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme. Kontaktdaten finden Sie am Ende der Präsentation. Im Übrigen, die Präsentation stelle ich auch natürlich zur Verfügung, damit Sie das alles nochmal in Ruhe nachlesen können. Gute Reise für Sie nach Peru und ich hoffe, wir sehen uns dort. Bis bald wieder. Tschüss.